Guten Morgen hier im Haus des Buches in Frankfurt und im Livestream. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur diesjährigen Wirtschaftspressekonferenz des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Mein Name ist Thomas Koch, ich bin der Pressesprecher des Börsenvereins und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind oder eingeschaltet haben, egal auf welchem Kanal. Ja, wie Sie sehen, ist das Podium nicht ganz vollständig. Wir wollten eigentlich zu dritt hier sein. Karin Schmidt-Friedrichs, unsere Vorsteherin, ist kurzfristig erkrankt, deswegen kann sie leider nicht hier sein. Wir schicken einen guten Besserungsgruß nach Mainz. Umso mehr freue ich mich, dass Peter Koss vom Kleff hier ist und ich nicht alleine hier bin, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins. Wir werden Ihnen heute zusammen einen Einblick geben in den Buchmarkt des vergangenen Jahres und des aktuellen Jahres. Hallo Peter. Hallo Thomas. Wie geht es dem Buchmarkt in Deutschland? Ich habe Ihnen letztes Jahr schon gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, eine Antwort drauf zu finden. Und das hat sich auch nicht verändert. Es bleibt kompliziert. Zum einen wissen Sie alle, die Wirtschaftslage ist angespannt und das merkt natürlich auch die Buchhändlerin oder der Verleger. Gleichzeitig passiert aber etwas, wovon man schon gar nicht mehr zu hoffen gewagt hat. Die Jungen lesen wieder. Es ist also ein spannender Mix, den es sich lohnt, heute ein bisschen genauer zu betrachten. Und das wollen wir heute tun. Bevor wir starten, noch ein paar Anmerkungen für Sie. Sie können natürlich in dieser Pressekonferenz Fragen stellen. Zum einen später hier, nachdem wir gesprochen haben, hier an dem Mikro im Saal. Oder wenn Sie uns im Livestream folgen, über ein Fragentool, das Sie direkt neben dem Livestream finden. Also wenn Sie da ein bisschen auf rechts klicken, finden Sie, öffnet sich ein Chat und Q&A. Und wenn Sie dort Ihren Namen eingeben, Vor- und Nachname, und auf Publikumsbeitritt gehen, dauert vielleicht einen kurzen Moment, aber dann können Sie da Ihre Frage absetzen. Die kommt bei mir hier aufs Laptop und dann integrieren wir sie später in die Fragerunde. Sie können, wenn Sie möchten, gerne auch jetzt die ganze Zeit über schon Fragen schicken und ich werde sie dann am Schluss sammeln und gebündelt stellen. Ab 12 Uhr finden Sie dann alle Unterlagen, die wir jetzt vorgestellt haben, unter www.börsenverein.de/buchmarkt. Und wenn Sie damit noch nicht genug haben, sondern sich noch vertiefter mit dem Buchmarkt auseinandersetzen wollen, Anfang August erscheint wieder Buch und Buchhandel in Zahlen. Unser Standardwerk mit ganz vielen Zahlen rund um den Buchmarkt ist im Buchhandel erhältlich und Sie als MedienvertreterInnen bekommen natürlich auch ein kostenloses Exemplar. Wollen wir starten? Können wir starten. Peter Koss und Kleff, wie steht das Buchgeschäft aktuell da? Der Buchmarkt steht insgesamt gut da. Bücher sind nach wie vor relevant und gefragt. Als Kompass in einer komplexen, immer komplexer werdenden Welt und als Grundlage für die Meinungsbildung und natürlich als kreative Freizeitbeschäftigung. Die Buchbranche hat, das werden Sie gleich im Detail sehen, das Jahr 23 gut verkraftet, mit einem Umsatzwachstum abgeschlossen und auch langfristig bleiben unsere Umsätze stabil. Das ist nicht selbstverständlich, das müssen wir hier betonen, wenn man auf den gesamten Einzelhandel blickt, denn für 2023 hat der HDE, der Handelsverband, resümiert, dass die Wirtschaft in einer leichten Rezession ist, der private Konsum schwächelt, wir haben eine hohe Inflation nach wie vor. Wir sehen uns, und das gilt natürlich auch für die Buchhändlerinnen und Buchhändler, Verlegerinnen und Verleger und auch alle, die mit Buchlogistik beschäftigt sind, hohen Kostensteigerungen gegenüber ausgesetzt, hohe Preise für alles mögliche, Mietpreissteigerungen und so weiter. Wir bewegen uns also als Verlegerinnen, Buchhändlerinnen, Logistikerinnen in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Nun gibt es aber ja positive Umsatzentwicklungen. Woher kommt denn dann dieses Wachstum? Die beiden wichtigsten Wachstumsgruppen sind Belletristik und Kinder- und Jugendbuch. Die wachsen derzeit sehr stark. Sie werden das gleich noch genauer sehen. Das liegt mit und auch an vielen Verkäufen im Bereich Young Adult und New Adult, die auf das Konto der jungen Zielgruppe vor allen Dingen einzahlen. Hier sehen wir weiterhin einen sehr erfreulichen Trend, dass die Nachfrage nach Büchern für junge Menschen hoch ist. Social Media, insbesondere BookTok und Bookstagram, sind nach wie vor hier wichtige Impulsgeber. Und die Buchhandlungen und Verlage haben sich auf diese Kundinnenansprüche eingestellt. Das sieht man in der Programm- und Sortimentsplanung und sind selber auch auf Social Media aktiv. So kann die Branche die Nachfrage nach jungen Leserinnen erfolgreich bedienen. Und was auch schön ist, es wird vor Ort eingekauft und dort Neues entdeckt. Darüber hinaus boomt auch der Bereich Audio weiter, vor allem befördert von den digitalen Absatzwegen Streaming und Download.
Jetzt haben Sie aber gesagt, die Buchbranche bewegt sich schon in einem angespannten Umfeld. Wie konkret merken das denn Buchhandlungen und Verlage? Wir haben insgesamt einen schwächelnden Konsum. Wir haben fehlende Frequenzen in den Innenstädten. Die Menschen suchen also weniger die Innenstädte auf. Und das sehen wir auch, dass zwar unser Umsatz von 22 auf 23 gestiegen ist, der Absatz hingegen rückläufig ist. Man sieht es auch, dass die Verlage bei ihrer Titelplanung eine gewisse Vorsicht walten lassen. Es werden also weniger Novitäten geplant. Aber nach wie vor ist Deutschland hier ein herausragend vielfältiger, mit unglaublicher Titelvielfalt versehener Markt. Auch die Preise für Bücher sind gestiegen. Und das müssen wir hier nochmal betonen. Nach der Euro-Umstellung sind die Preise für Bücher lange kaum nach oben gegangen. Die Verlage haben also nur geringfügig die Preise nach der Umrechnung von D-Mark in Euro angepasst. Aber angesichts der massiven Kostensteigerungen der letzten Jahre, wir haben letztes Jahr ja unter anderem über Papierpreissteigerungen gesprochen, wurde das nun nachgeholt. Allerdings muss man sehen, dass der Durchschnittspreis unter der Gesamtpreisentwicklung in Deutschland bleibt. Das heißt, wenn Sie den Langzeitvergleich sehen, ist im Verhältnis zur Inflationsrate in Deutschland und zu der Preisentwicklung anderer Konsumgüter sind die Buchpreise immer noch moderat im Anstieg. Die Zahlen, die wir jetzt sehen werden, sind also auch im Verhältnis zur Gesamtwirtschaftslage zu sehen, die sehr, sehr schwierig ist. Nochmal konkret zu den Preisen. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind 2023 laut Statistischem Bundesamt um 5,9% gestiegen, die für Bücher laut unseren Daten nur um 4,9%. Der Einzelhandelsumsatz hat auch laut Statistischem Bundesamt nur um 2,2% zugelegt, der Umsatz mit Büchern um 2,8%. Und das können wir schon mal als eine der zentralen Botschaften mitnehmen. Der Buchmarkt steht also besser da als der Handel im Ganzen. Und die Preissteigerungen, die bei uns die Verlage vorgenommen haben, sind moderater als sonst die allgemeinen Preissteigerungen. Gut, dann steigen wir doch gleich mal in die Zahlen ein und gucken uns an, was das genau bedeutet. Und zwar jetzt für das Gesamtjahr 2023. Sie sehen hier an der Kurve, dass der Buchmarkt stabil ist und zwar kurz- und langfristig. Der Gesamtumsatz der Branche ist 2023 gegenüber dem Vorjahr um 2,8% gestiegen und liegt damit bei rund 9,71 Milliarden Euro. Das heißt, die Buchbranche ist im ganzen Bereich Kulturgüter die größte Branche. Während der Pandemie haben sich die Umsätze positiv entwickelt. Im Nachpandemiejahr 2022 waren sie gegenüber dem Vorjahr 2021 um 1,9% zurückgegangen. Das lag an den Polykrisen, denen wir uns gegenüber sahen, und an einer allgemeinen Kaufzurückhaltung. Und nun erholt sich der Markt wieder und steigt um 2,8%. Damit liegen die Umsätze, wenn wir den Fünfjahresvergleich nehmen, um 4,5% im Plus. Und wenn Sie die letzten 15 Jahre sehen, sind wir stabil mit 1% Umsatzsteigerung in den letzten 15 Jahren. Das heißt, man kann von einem kurz- und langfristig stabilen Gesamtmarkt sprechen. Wenn wir uns jetzt die zentralen Vertriebswege ansehen, dann kann man mit besonderem Blick auf den Sortimentsbuchhandel und Internetbuchhandel konstatieren, dass das Sortiment um 2,6% und der Internetbuchhandel gegenüber 2022 um 5,5% gewachsen ist. Aber insbesondere der Onlinehandel profitierte langfristig von einem, nennen wir es mal, Pandemie-Booster. Und die Umsätze haben sich 2023 im Vergleich zu 2019, also dem Vor-Pandemie-Jahr, um fast 30%, genauer gesagt 29,5% gesteigert. Die stationären Sortimentsbuchhandlungen hingegen verloren im Vergleich zu 2019 um 5,5%. Und das ist der Trend, den wir sehen, der nicht nur unsere Branche betrifft, sondern allgemein, dass der stationäre Handel hier zu Lasten oder zugunsten des Onlinehandels verliert. Was wir aber sagen müssen, ist, dass die Hälfte der Online-Umsätze auf Shops von Buchhändlern entfällen, also von eigenständigen Buchhandlungen, Filialisten, unabhängigen Buchhandlungen. Und damit sieht man, dass nicht nur große Internetkonzerne vom Online-Wachstum profitieren, sondern auch der örtliche Buchhändler in den jeweiligen Städten. Wir sind hier, glaube ich, unsere Kolleginnen und Kollegen im Handel sehr gut aufgestellt und können sowohl stationär als auch online-mäßig mithalten und profitieren dann auch vom Wachstum. Analog zum Gesamtmarkt steht hinter den meisten der größten Warengruppen ein Plus. Das sehen Sie hier. Vor allen Dingen die Bereiche Belletristik mit 7,7%, Kinder- und Jugendbücher mit 2,5%, aber auch Schule und Lernen mit 5% und das Sachbuch mit 2,7% legen zu. Beim Sachbuch möchte ich hier nochmal auf den Deutschen Sachbuchpreis hinweisen. Und wir haben mit 1000 Aufbrüche genau den richtigen Titel für diese Zeit vor den Landtagswahlen.
Und das wird nochmal einen Impuls im Sachbuchmarkt geben. Die drei Warengruppen Belletristik, Kinder- und Jugendbücher und Schulbuch konnten langfristig zulegen und liegen 2023 über den Umsätzen von 2019. Beim Absatz, wenn Sie sich erinnern, wir hatten ja gesagt, dass der Umsatz gestiegen, der Absatz aber insgesamt rückläufig ist, können wir für die Belletristik feststellen, dass auch der Absatz mit Büchern gestiegen ist, und zwar um 1,1% gegenüber 2022 und gar 2,9% gegenüber 2019. Einer der Gründe für diesen Erfolg ist sicher die angesagten Bücher in der Kategorie Young New Adult. Die finden sich häufig in der Belletristik und sorgen damit auch nochmal für einen zusätzlichen Wachstumsimpuls. Hier sehen Sie eine Übersicht über die Titelproduktion, die Übersetzungs- und das Lizenzgeschäft. Die Anzahl der Neuerscheinungen geht weiter zurück, 2023 um 6,3%, nachdem sie bereits aufgrund der Corona-Unsicherheiten 2021 gesunken waren. Und Sie haben immer einen gewissen zeitlichen Verschiebungseffekt, weil das ja ein langfristig geplantes Titelpublikationsgeschäft ist. 2022 hatten, ich hatte es schon erwähnt, die hohen Papier- und Energiepreise auch Auswirkungen auf die Titelproduktion. Und die Verlage haben einen besonderen Augenmerk gelegt auf eine sorgfältige, vorsichtige Auflagenplanung und können nun spontaner anpassen, wenn ein Nachfragesog entsteht für bestimmte Titel. Gut möglich also, dass der immense Kostendruck aus 2022 auch sich wieder niederschlägt in der Titelproduktion für 2023. Die Zahl der Übersetzungen, das sehen Sie in der zweiten Spalte, ist nach einem kurzzeitigen Hoch im Jahr 2022 wieder gesunken. Das dürfte aber eher an dem allgemeinen Titelrückgang liegen, als dass es eine besondere Nicht-Übersetzungswelle gibt. Sondern das ist mit 14,4% Rückgang, passt das auch zum gesamten Rückgang der Neuauflagen. Das Lizenzgeschäft, also der Verkauf deutscher Titelrechte ins Ausland, hat sich nach einem starken Rückgang im Vorjahr, zur Erinnerung, das waren -14,4%, erneut als rückläufig erwiesen, allerdings mit -1,9% nur noch sehr moderat. Wenn man sich das genauer ansieht, liegt es vor allen Dingen an stark rückläufigen Lizenzverkäufen nach Russland und nach China. Hier spielt die Weltpolitik sicher eine große Rolle. China war auch zum Beispiel 2022 nicht auf der Frankfurter Buchmesse und der gegen internationales Recht verstoßende russische Aggressionskrieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass die Russen eben auch nicht 2022 auf der Messe waren. Denkbar ist zudem, dass die chinesischen Verlage nicht zuletzt aus politischen Gründen mittlerweile stärker auf Eigenproduktionen setzen und deswegen auch weniger Lizenzen von uns kaufen. Und Russland liegt im Vergleich zu 2021, also vor dem Ukraine-Krieg, 46% zurück im Lizenzgeschäft. Einen deutlichen Anstieg, und das freut uns sehr, verzeichnen hingegen Lizenzverkäufe in die Ukraine. So wurden 2022 im Vergleich zu 2022 wohl 91 Lizenzen verkauft, wurden 2023 317 Lizenzen in unser östliches Nachbarland verkauft. Im Mittelpunkt steht hier bei den Lizenzverkäufen in die Ukraine das Kinder- und Jugendbuchgeschäft. Von den 317 Lizenzen kommen 256 Lizenzen aus dem Bereich Kinder- und Jugendbuch, was auch sich an der engen, zum Teil EU-geförderten Zusammenarbeit der beiden Buchmärkte seit Kriegsbeginn legen dürfte. Hier gibt es wirklich, muss man sagen, eine große Solidarität und einen sehr engen Austausch des deutschen und des ukrainischen Buchmarkts. Vielen Dank. Schauen wir uns nun mal an, wie sich die digitalen Käufe im letzten Jahr entwickelt haben, also E-Book und digitale Hörbücher. Das E-Book, haben wir eigentlich jetzt schon die letzten Jahre immer gesehen, hat sich als Editionsform auf dem Buchmarkt fest etabliert, hat eine feste Käuferinnenschaft, hat sich aber auf niedrigem Level eingeplant. Es gab einen Ausreißer, nämlich die Pandemie, wo auch viele Läden lange geschlossen waren, auch die Buchläden. Dort gab es nochmal 2019, 2020 einen großen Umsatzanstieg. Das ist aber jetzt wieder abgeklungen. Im letzten Jahr hatten wir eine Stagnation beim Umsatz. In diesem Jahr ist es wieder etwas gestiegen um 5,2% der Umsatz. Der Umsatzanteil bleibt aber nahezu identisch, 6,1% am Publikumsmarkt, also ohne Schul- und Fachbücher. Im letzten Jahr waren es 6,0%. Gucken wir uns an, das Ähnliches sehen wir bei den KäuferInnen. Da sehen wir, dass die Zahl analog zum Gesamtmarkt auch abgenommen hat. Und es auch da einen kurzfristigen Anstieg 2020 gab von 3,6 auf 3,8 Millionen KäuferInnen. Und jetzt schon seit 2 Jahren tut sich wenig, hat sich jetzt auf 3 Millionen KäuferInnen eingependelt.
Ein bisschen mehr tut sich auf dem Hörbuchmarkt. Dort habe ich letztes Jahr oder haben wir letztes Jahr schon gesagt, da gehen die Umsätze noch stark hoch und das ist auch weiterhin so. Also Hörbücher boomen und zwar vor allem getrieben durch Downloads und Streaming, also die digitalen Wege. Und kann man sich auch gut denken, vielleicht geht es Ihnen auch so. Es ist ein perfektes Nebenbei-Medium, also Podcasts ebenso boomen. Und da sind eben Hörbücher auch ein perfektes Nebenbei-Medium beim Autofahren, Putzen, Staubsaugen, alles schon erlebt. Wir sehen hier, seit 2 Jahren haben wir mit unserer Interessensgruppe Hörbuch und Media Control eine Kooperation und können jetzt den gesamten Markt eben auch mit den digitalen Wegen abbilden. Und wir sehen, dass der Hörbuchumsatz in den letzten 5 Jahren, das ist ja eine größere Spanne, um 39,4% gestiegen ist. Und zuletzt im letzten Jahr eben um 3,1%. Also das Wachstum setzt sich fort. Wie gesagt, Wachstumstreiber sind die digitalen Absatzwege. Das Streaming hat im Vergleich zu 2019 um satte 190,6% zugenommen, Downloads um 64,6%. Analog dazu werden immer weniger Hörbücher auf CDs gekauft. Da ging der Umsatz in 5 Jahren um 64,9% zurück. Und das spiegelt sich dann auch in der Tortendiagramm wieder, das den Hörbuchmarkt eben abbildet. Nur noch 9,8% entfällt auf CDs, während Downloads 48,8% einnehmen und das Streaming 41,4%. Gucken wir auch noch da auf die KäuferInnen. Da sieht man auch noch mal ganz gut, dort, wo es beim E-Book eigentlich schon wieder runterging, geht es beim Hörbuch nach oben. Also das Wachstum hat ein bisschen später auch eingesetzt. Und jetzt, in den letzten 2 Jahren, hat es sich gerade auf 3,4 Millionen KäuferInnen eingependelt. Wir denken aber, dass da auch noch Luft drin ist in dem Markt. Also sind gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. Derzeit kleine Stagnation, aber auf hohem Niveau. So, jetzt haben wir uns hier die KäuferInnen beim Hörbuch und E-Book angeguckt. Wie entwickeln sich denn die KäuferInnen auf dem Gesamtmarkt? Zur Entwicklung der KäuferInnen auf dem Gesamtmarkt gibt es sowohl gute als auch weniger gute Nachrichten. Und fangen wir mal mit der weniger guten Nachricht an. Auch 2023 hat es einen Rückgang der Käuferinnen gegeben. Das hat sich also fortgesetzt. Im Vergleich zu 2022 sind es rund 800.000 weniger Käuferinnen, minus 2,8%, die dem Markt verloren gingen. Aber man muss das auch mal umgekehrt sehen. Es sind immer noch 25 Millionen regelmäßige Buchkäuferinnen da. Von der weniger guten Nachricht zur guten Nachricht. Vor allem die junge Zielgruppe kauft Bücher, konsumiert Bücher, liest Bücher. Und dieser Trend ist deutlich positiv. Wenn wir uns gerade vorher alle Käuferinnen ab 10 Jahre angeschaut haben, sehen wir hier nur die von 10 bis 15 Jahren. Die Käuferinnenreichweite und die Anzahl steigen, unterbrochen von einem Corona-Jahr. Und weitet man den Blick auf junge Menschen noch etwas und schaut sich nicht nur die 10 bis 15-Jährigen an, wird es sogar noch besser. Hier sehen Sie die Ausgaben. Das ist eine Frage? Nein. Okay. Jetzt sehen Sie die Ausgabe, alles gut. Jetzt sehen Sie die Ausgabe von jungen Menschen und für junge Menschen. Also, wir reden über Selbstkäufe und geschenkte Bücher über alle Genres hinweg. Dort ergibt sich ein deutlicher Anstieg der Ausgaben. Die Ausgaben von und für die Zielgruppe der bis 19-Jährigen stieg zwischen 2019 und 2023 um rund 32%. Besondere Wachstumstreiber sind dabei die Lesenden von 13 bis 15 Jahren, deren Ausgaben um 65% stiegen und von 16 bis 19 Jahren um 77%. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum die hier in der Grafik in der Mitte stehenden 4- bis 6-Jährigen als Einzige ein Minus verbuchen, so ist die traurige Vermutung, dass sich hierin spiegelt, was die Vorlesestudie des vergangenen Jahres gezeigt hat. Kindern wird immer weniger vorgelesen. 4 bis 6 Jahre liegt im klassischen Vorlesealter, bevor Kinder selbst lesen lernen. Und das werden Sie gleich noch sehen. Das zieht sich leider durch die Bildungsmisere, die wir haben. Ein Drittel aller Kinder wird nicht mehr zu Hause vorgelesen. Das sorgt für diese Delle. Aber nehmen Sie bitte als positive Botschaft mit, die jungen Menschen lesen, sie lesen gerne. Und es hat sich deutlich gesteigert, das Lesekonsum und die Ausgaben für Bücher. Und wie begeistert man junge Menschen für Bücher? Diese Zahlen kennen Sie aus unserer Bock auf Buch-Studie, die wir auf der Leipziger Buchmesse präsentiert haben. Aber sie sind immer noch sehr aufschlussreich. Social Media ist ein extrem wichtiger Impulsgeber für Buchkäufe.
Rund ein Drittel der jungen Menschen wird über Social-Media-Kanäle auf neue Bücher aufmerksam. Das sehen Sie hier. Vor allen Dingen unter den 16- bis 19-jährigen Lesenden sind es sogar 38%, die über Social Media zu den Kanälen kommen. Und ich hatte es ja vorher schon gesagt, der Markt, der Buchmarkt hat diese Chancen auch begriffen. Die Buchhändlerinnen haben sich im Sortiment darauf eingestellt, sprechen aktiv diese Zielgruppe an, haben eine breite Auswahl der Bücher und die Verlage haben ihre Programmplanung entsprechend angepasst. Und das darf man auch erwähnen, ich sehe hier die Kollegin vom Börsenblatt. Wir bieten eine Bestsellerliste für die BookTok-Titel an, die Orientierung geben und damit auch nochmal hier für die BuchhandelskollegInnen eine klare Richtung zeigen und hier Trends aufsehen. Also im Börsenblatt ist das drin. Das sind alles positive Nachrichten, aber es gibt auch Entwicklungen, die im Blick auf die junge Zielgruppe Sorgen bereiten. In der Bock-of-Buch-Studie gab es die Frage an alle Lesenden, was hat dich denn zum Lesen von Büchern gebracht? Das Elternhaus, das sehen Sie hier, und die Schule haben den größten Einfluss auf das selbstständige Bücherlesen junger Menschen. Allerdings hat sich eine deutliche Verschiebung ergeben, die ich Ihnen hier gerne erläutern möchte. Während das Vorleseritual durch die Eltern oder Großeltern bei den heute 20- bis 29-jährigen Lesenden für 77% dazu beigetragen hat, sie fürs Lesen zu begeistern, so sind es bei den heute 10- bis 15-jährigen Lesenden nur noch 67%. Das heißt, 10 Prozentpunkte einer Alterskohorte haben nicht mehr gesagt, mich hat das Vorlesen durch Eltern, Großeltern oder andere in der Kindheit zum Lesen gebracht. 10 Prozentpunkte. Parallel dazu nimmt die Bedeutung des Lesens in der Schule für die Buchbegeisterung zu. Unter den heute 10- bis 15-Jährigen ist die Schule bei 70% ein Auslöser. Unter den heute 20- bis 29-Jährigen war dies bei 60% der Fall. Und hier sehen Sie genau wieder diese 10 Prozentpunkte Verschiebung. Und ich möchte jetzt den Lehrerinnen und Lehrern nichts unterstellen, aber es ist wahrscheinlich nicht so, dass da ein enormer Boost und eine große Investition in das Lesen in der Schule ist, sondern man kommt einfach später in Kontakt mit den Büchern und mit dem Lesen, wenn man zu Hause nicht mehr vorgelesen bekommt. Das ist sehr traurig. Die jungen Lesenden, habe ich schon gesagt, kommen heute später in Kontakt zu Büchern als früher. Aber das Elternhaus und die Schule haben immer noch den größten Einfluss auf das selbstständige Lesen junger Menschen. Wenn das Elternhaus heute seltener den Grundstein für die Buchbegeisterung als früher legt, dann ist der Impuls aus den Schulen wichtiger. Dann müssen wir aber auch die Eltern wieder in die Lage versetzen, vorlesen zu können und zu wollen. Das ist eine große Aufgabe, glaube ich. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir uns das Jahr 2023 sehr ausführlich angeguckt. Das aktuelle Jahr ist jetzt auch schon 6 Monate alt. Gucken wir doch jetzt mal auf die Halbjahresbilanz. Wie sieht denn der Buchmarkt jetzt nach den ersten 6 Monaten aus? Man muss direkt dazu sagen, dass sich die Gesamtsituation nicht verbessert hat im Markt, in der Gesamtwirtschaft. Aber die positive Umsatzentwicklung hat sich auch im ersten Halbjahr des aktuellen Jahres mit einem Umsatzanstieg von 1,2% gegenüber erstes Halbjahr 2023 fortgesetzt. Beim Absatz sehen wir hier wieder mit minus 1,6% einen erneuten leichten Rückgang unter Vorjahr. Und die Preissteigerungen sind mit 2,8% auch wieder spürbar, aber unterhalb der allgemeinen Preisentwicklung. Das Buch, meine Damen und Herren, bietet also immer noch ein sehr gutes Lesevergnügen-Preis-Genuss-Verhältnis und ist damit eine nach wie vor attraktive Freizeitalternative. Was sich auf dem Buchmarkt tut, geht Hand in Hand mit dem gesamten Einzelhandel. Der HDE prognostiziert für 2024 nur eine leichte gesamtwirtschaftliche Erholung. Der Konsum soll für das Gesamtjahr moderat wachsen. Die Sparquote bei den Deutschen, wir sind ja Sparweltmeister, bleibt sehr hoch. Und für den Juni 2024 meldete der HDE vor ein paar Tagen, dass die Erholung des Konsumklimas erst einmal wieder zum Stillstand gekommen ist. Vielleicht mit Ausnahme von Dingen, die sich rund um die Fußball-Europameisterschaft bewegen. Es sind also weiterhin angespannte Zeiten, in denen Verlage und Buchhandlungen arbeiten. Zum Schluss aber hier noch ein Blick auf die beiden für den Buchhandel so wichtigen Warengruppen Kinder- und Jugendbuch und Belletristik. Diese konnten auch im ersten Halbjahr ihre Umsätze steigern. Das sehen Sie hier mit 2,4 und 4,8% sind diese zentralen Warengruppen, die schon der Wachstumstreiber im Jahr 2023 waren. Die ziehen auch weiterhin die Umsätze positiv in die Höhe. Dankeschön. Es kam tatsächlich gerade eine Frage rein, die hier ganz gut reinpasst. Und zwar nochmal über das, hier sehen wir ja jetzt für das erste Halbjahr 2024 Absatzpreis und Umsatz.
wie das im Jahr 2023 aussah. Wir haben ja da schon gesagt, wir hatten ein Umsatzwachstum um 2,8%. Der Absatz ging letztes Jahr um 1,9% zurück im Vergleich zu 2022. Die Preise, das hatte Peter Kos von Kleff auch schon gesagt, um 4,9% zu. Also wenn Sie dasselbe jetzt nochmal einfach für letztes Jahr haben wollen, Umsatz 2,8% plus, Preise 4,9% plus, Absatz minus 1,9%. Das war bezogen auf das Gesamtjahr, genau, wo das für uns ja wichtige Weihnachtsgeschäft enthalten ist. Also das ist ja hier die Entwicklung erstes Halbjahr 24 zu erstem Halbjahr 23. Und das Weihnachtsgeschäft ist nach wie vor, wenn wir über Lesevergnügen, Preisverhältnis sprechen, muss man sagen, dass das Buch weiterhin das ideale Weihnachtsgeschäft bleibt. Sollte man schon jetzt dran denken. Man sollte schon jetzt dran denken. Das Wetter sieht ja dementsprechend aus. Und das Sachbuch des Jahres kaufen, genau. So, nach den Zahlen nochmal vielleicht zusammenfassend. Ist die junge Zielgruppe also jetzt der Hoffnungsschimmer auf dem Buchmarkt? Ich denke schon, es ist auf jeden Fall ein wachsendes Interesse für junge Leserinnen und Leser da. Und wir sind auch überzeugt, dass wer einmal die Konditionen entwickelt hat, größere, längere Texte zu lesen, auch beim Lesen bleibt. Und das ist ja auch so beim Stöbern im Buchhandel, entdeckt man Neues, was über Young, Adult, New Romance und so weiter hinausgeht. Der Kulturpass für 18-Jährige ist und bleibt ein wichtiges Instrument zur Ansprache des jungen Kulturpublikums und auch eher Kultur bislang fernerer junger Menschen. Bücher sind hier weiterhin die Nummer eins bei der Nachfrage beim Kulturpass. Und man sollte hier trotz des angespannten Bundeshaushalts, Sie wissen ja, im Moment sind die, ringt die Koalition um den Haushalt, sollte der Bücher, der, sei schon, der, Bücherpass. Der Bücherpass, der Kulturpass, den Claudia Roth eingeführt hat, unbedingt verlängert werden. Und zwar wie zum Einführungszeitpunkt mit 200 € Gutschein je 18-jährige Person und nicht wie aus Spargründen dieses Jahr nur 100 €. Und wir müssen leider auch sagen, dass die junge Zielgruppe, ja Thomas, du hast es gesagt, ist ein für uns ein interessantes Wachstumsfeld und wir hoffen auf lange treu bleibende Leserinnen und Leser, aber viele können nicht lesen und lesen nicht und deswegen ist auch hier dringender Handlungsbedarf angesichts der kontinuierlichen Verschlechterung der Lesekompetenz. Wenn Sie sich erinnern an die Iglo-Studie, ein Viertel der Kinder verlässt die Grundschule ohne wirklich elementare Leseverständnis, zusammenhängende Lesefähigkeiten. Ein Drittel der Kinder bekommt nicht zu Hause vorgelesen. Wir steuern hier auf eine noch größere Bildungsmisere zu. Hier muss dringend was passieren. Was sind denn die zentralen Herausforderungen für die Branche in den kommenden Monaten? Also in Zeiten von Konflikten, Krisen, Kostendruck und Konsumflaute ist das Konsum, das Ganze ist nach wie vor eine schwierige Gesamtgemengelage. Der anhaltende Kostendruck betrifft im Grunde alle Wertschöpfungsstufen in unserer Branche. Im Buchhandel zeichnet sich noch eine Nachfolgeproblematik ab. Die niedrige Frequenz in die Innenstädte und die Möglichkeit, eine Nachfolgerin, einen Nachfolger für ein eigenständiges Buchgeschäft zu finden, die ist im Moment sehr schwer. Hier unterstützen wir als Verband sehr stark die Kolleginnen vor Ort, dass eine passende Nachfolge gefunden wird. Denn, meine Damen und Herren, eine Buchhandlung ist oft die Seele einer Innenstadt und ein Leerstand ist schon traurig. Und was man sagen muss, weil die Frage nach Herausforderungen war, der wachsende Bürokratieaufwand, den die ganze Branche hat, wie viele Wirtschaftsteile, sorgt auch für großen Verdruss und beschäftigt Kapazitäten, die lieber Bücher lektorieren oder Bücher verkaufen wollten, was sicher auch mit einzahlt auf die Schwierigkeit in der Nachfolgeproblematik. Ich möchte nur ein paar Punkte nennen und verzeihen Sie mir die Wortungetüme. Die EU-Entwaldungsrichtlinie, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, die Quellensteuer, die Berichtspflicht, die ab Juni 25 kommen wird für Nachhaltigkeitsthemen, konnte man auch neulich in einem großen Hamburger Nachrichtenmagazin einen Artikel drüber lesen. Das ist alles ein Bürokratieungetüm, was da ist. Und wer Bücher aus England seit dem Brexit haben will, hat mit Zollbestimmungen zu tun. Also dieses Land erstickt an Bürokratie. Also das heißt, Bürokratieabbau ist gefragt. Was brauchen wir noch? Was braucht die Branche noch von der Politik, von der Öffentlichkeit, von den Medien? Wir brauchen weiterhin starke Rahmenbedingungen, die unsere Branche
treiben. Sie wissen ja, es gibt das Buchpreisbindungsgesetz. Das heißt, dass das Buch vom Verlag, der den Preis festlegt, überall das Gleiche kostet, sei es in Ihrer Kiezbuchhandlung, in Ihrer Lieblingsbuchhandlung vor Ort oder bei einem großen Internetbuchhändler. Das ist eine wesentliche Rahmenbedingung, die unbedingt erhalten bleiben muss. Von dem Anstieg in der Belletristik, den wir zeigten, und im Kinder-Jugendbuch profitiert die Gesamtbranche. Viele Verlage, die in diesen Genres nicht vertreten sind, hingegen nicht. Wir haben eine faszinierende Vielfalt von Titeln in unserem Land. Und viele Verlage, die diese Vielfalt liefern, stehen unter großem Druck. Deswegen brauchen wir dringend eine strukturelle Verlagsförderung, eben zum Erhalt dieser Vielfalt, zum Erhalt von kleinen, unabhängigen Verlagen. Das steht im Koalitionsvertrag drin, dass man sich das vorgenommen hat. Und ich finde, man sollte das tun, was man sich vornimmt. Und wir brauchen eine strukturelle Verlagsförderung. Und wir sprechen ja heute zu Medienvertretern. Uns ist ganz wichtig, dass Bücher in den Medien vertreten sind. Literatur darf bei der Rundfunkreform nicht unter den Tisch fallen. Jüngstes trauriges Beispiel ist die SWR-Entscheidung, die Sendung von Dennis Scheck lesenswert aus dem Programm zu nehmen. Und erlauben Sie mir den Karlauer. Wenn das passiert, ist der Bücherscheck, den unsere Wirtschaftstochter MVB hat, der letzte Bücherscheck, den es im Markt gibt. Wer die Sendung kennt, von Lesenswert, sollte beim SWR vorstellig werden und sagen, Dennis Scheck hat eine große Zielgruppe und die Öffentlich-Rechtlichen haben einen Auftrag, Kultur zu vermitteln und das betrifft auch das Senden und Besprechen von Büchern. Das ist eine Rahmenbedingung, die wir dringend brauchen. Hier appellieren wir an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem gerecht zu werden. Vielen Dank. So, jetzt haben wir Sie rundum informiert. Ich denke aber, dass sicherlich auch noch Fragen da sind. Und dafür ist jetzt die Gelegenheit. Wenn Sie hier vor Ort eine Frage stellen wollen, dann melden Sie sich gerne. Und wir haben hier ein Mikro, wo Sie dann gerne eine Frage stellen können. Ansonsten kommen hier auch schon Fragen durch den Livestream rein. Gerne, wie vorher gesagt, rechts neben dem Livestream auf Chat oder Q&A gehen, dort kurz Name eingeben und auf Publikumsbeitrag gehen und dann können Sie auch da eine Frage stellen. Vielleicht hier vor Ort direkt, wenn Sie gerade aufstehen würden, damit auch die Leute im Livestream Sie hören. Sonst hören wir nur Sie hier und das wäre schade für die, die angeschlossen sind. Ich habe zwei Fragen. Die Frage ist, wie hoch ist denn der Umsatz, den die interessierten Leser ausgeben pro Jahr in der Buchhandlung? Zum einen, zum zweiten, Sie befassen sich mit anderen Ihrer Analyse primär mit relativ jungen Zielgruppen. Es gibt aber auch noch ältere Herrschaften, so wie mich beispielsweise. Wie sieht denn die Analyse Ihrer Zahlen für ältere Herrschaften bzw. für ältere Leser aus? Wir haben zur zweiten Frage zuerst, wir haben diese besondere Analyse gemacht mit Bock auf Buch, weil wir sehen wollten, wie reagieren die jungen 10- bis 19- oder bis 29-Jährigen, wie ist da die Tendenz, weil man hört ja immer Verdrängungen durch Social Media, andere Mediengruppen, das wollten wir mal genauer beleuchten und haben dann eben die erfreuliche Entdeckung gemacht, die man auch im Handel bei Abstimmung mit den Füßen sieht, dass junge Leute den Weg zum Buch zurückfinden. Wir vernachlässigen keinesfalls die ältere Lesegruppe. Das ist ja eine sehr stabile Gruppe. Die 50 plus sind mit dem Buch groß geworden. Es gibt hier eine sehr verlässliche, vor allen Dingen Leserschaft, die nach wie vor dem Buchlesen frönt. Und wir haben nicht zuletzt durch den Deutschen Sachbuchpreis auch klar die Männer im Blick, dass man ein Sachbuch vor dem Urlaub kauft und hier dann auch mit einem Sachbuch in den Urlaub startet. Also wir haben uns diesmal, ich hoffe, das sehen Sie uns nach, uns auf die Jungen konzentriert, weil wir die Verlässlichkeit der Älteren, also unserer Altersgehorte zum Beispiel sehen, dass das eine stabile Leserschaft hat. Frage, der ersten Frage. Wie viel Euro oder welche Währung auch immer geben denn die interessierten Leser pro Jahr aus, in Buchhandlungen oder im Social-Media-Bereich beziehungsweise im digitalen Bereich? Das kann man so pauschal nicht sagen, das ist sehr unterschiedlich. Die Leute kaufen im Schnitt 2,5 Bücher, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es gibt aber auch
sehr starke Leserinnen und Leser, die wöchentlich ein, zwei Bücher lesen. Das heißt, das weiß jede Buchhändlerin vor Ort. Es gibt Stammkundinnen, die kommen wöchentlich rein. Es gibt Menschen, die versorgen sich einmal vor dem Urlaub damit. Es gibt Leute, die arbeiten den Bücherberg, den sie zu Weihnachten geschenkt bekommen, ab. Das, glaube ich, ist sehr, die Kaufintensität ist sehr unterschiedlich. Das kann ich Ihnen so nicht mit einem Durchschnittswert sagen. Und dann hätten wir auch, wenn wir das arithmetische Mittel nehmen, täten wir all denen Unrecht, die vielleicht ein Buch geschenkt bekommen und lesen, die für sich selber ein Buch kaufen oder als Geschenk kaufen. Das sind ja auch nochmal unterschiedliche Aspekte, die eine Rolle spielen. Also es ist gerade auch bei der älteren Zielgruppe gibt es eine ganz verlässliche Zahl von Leuten, die im Schnitt 20, 30 Bücher im Jahr lesen. Gerne. Genau, aber wie viel insgesamt ausgegeben wird, sind ja 9,7 Milliarden Euro. Also das ist praktisch der Gesamtumsatz der Branche. Das ist das, was alle KäuferInnen eben ausgeben im Gesamtmarkt, um Bücher zu kaufen. Das heißt, wenn man das ganz grob rechnet, wir haben gesehen, es gibt 25 Millionen Menschen, die Bücher kaufen. Und der Markt ist 9,7 groß. Das heißt, wir reden von 40 Euro je Durchschnitt. Die Zahlen kann man nicht so vergleichen, weil das eine ist nur der Publikumsmarkt, das andere ist praktisch der Gesamtmarkt. Aber mit genau. Schulbuch, mit Fachbüchern, mit allem. Ja. So, ich würde mal eine Frage aus dem Chat einwerfen. Und zwar haben wir im letzten Jahr davon gesprochen, dass die EU auch für bestimmte Waren es zumindest als möglich erachtet, die Mehrwertsteuer auf 0% bis zu 0% zu reduzieren. Und Jens Bayer-Gimm von EPD fragt, wie es denn damit aussieht. Das ist eine sehr begrüßenswerte Haltung, die die EU hat. Wir haben auch in der Tat vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erste Gespräche mit dem Finanzministerium genau dazu geführt, um zu sagen, es ist die fairste Art der Subventionierung einer Kulturbranche, dass man die Mehrwertsteuer auf Null setzt. Im Moment muss ich realistischerweise sagen, verhallt diese Stimme etwas bei Herrn Lindner. Wer ein 30 Milliarden Haushaltsdefizit bewältigen muss, der denkt nicht gerne über 0% Mehrwertsteuer nach. Umso wichtiger ist für uns, dass es keinen Zweifel gibt, dass das 7% Mehrwertsteuerprivileg, was wir haben, weiterhin Bestand hat. Das ist auch Kulturpolitik. Ich würde mir wünschen, dass man die 0% bekäme. Ich halte es im Moment angesichts der Herausforderungen, die dieses Land hat, in Infrastruktur, in Bildung zu investieren, für schwierig. Gibt es hier im Saal eine weitere Frage? Ansonsten gibt es im Chat noch eine Frage, und zwar von einer Kollegin aus einem Verlag. Auch, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr hat die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen die Frankfurter Erklärung veröffentlicht, wo sie eben als Symptom gesagt hat, sie bekommen ganz viele Anfragen von Schulen und Bibliotheken, kostenlos Bücher zu liefern, also gerade Kinder- und Jugendbuchverlage, weil die Ausstattung in den Schulen und Bibliotheken so schlecht ist. Wir haben diesen Aufruf auch unterstützt damals. Und ihr fragt sie nun, also es scheint auch weiterzugehen, es gibt sehr viele Bettelanfragen von LehrerInnen. Wie sieht es mit dieser Forderung an die politischen Instanzen eben aus zur Buchausstattung von Schulen und Bibliotheken? Zum einen muss man sagen, man muss diesen Lehrerinnen, die sich wenden und um Bücherspenden bitten, danken, weil es ein großes Engagement der Lehrkräfte zeigt, den Kindern Bücher nahezubringen. Zum anderen, und das hat Thomas Koch ja schon gesagt, unterstützen wir natürlich den Appell der Kollegin aus den Kinder- und Jugendbuchverlagen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es damals um 4 Millionen Bücher ging, die verschenkt wurden. Man muss einfach sagen, dass diese Branche, das ist eine Kultur- und Wirtschaftsbranche, vom Bücherverkauf und nicht vom Bücherverschenken lebt. Das gilt ja auch für die Urheberinnen und Urheber. Und es ist ein Skandal, meine Damen und Herren, dass hier in Bildung nicht genug investiert wird. In einem föderalen Land ist also die Schulausstattung, die Ausstattung der Stadtbibliotheken Sache der jeweiligen Kommune, bei Universitäten Sache des Landes. Und hier muss dringend investiert werden, finde ich. Das ist für ein rohstoffarmes Land wie unseres, kann es nicht sein, dass in Bildung nicht investiert wird, wenn man gleichzeitig sagt, man braucht qualifizierte Arbeitskräfte, man muss die Menschen mit immer komplexeren Realitäten in der Arbeitswelt konfrontieren und die müssen dies bewältigen können. Wie will man das, wenn man nicht die elementare Kulturtechnik lesen kann? Also wir unterstützen diese Forderung sehr. Wir sind in verschiedenen Gremien drin. Mit der Stiftung Lesen zusammen gibt es den nationalen Bildungsplan. Es gibt Gespräche mit der KMK, mit Frau Stark-Watzinger und
Hier unterstützen wir diesen Appell klar. Dieses Land muss in Bildung investieren. Sonst können auch künftige Kinder nicht von ihren Eltern vorgelesen bekommen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ich habe auch noch eine Zusatzinfo, und zwar zum tatsächlich Pro-Kopf-Umsatz, jetzt rein auf dem Publikumsmarkt, also ohne Schul- und Fachbücher. Und da haben wir im letzten Jahr, also pro Kopf, die Bücher kaufen, 175 Euro für Bücher ausgegeben. Und das ist auch mehr als im Jahr davor. Also das heißt, die Buchausgaben pro Kopf haben eben intensiviert. Diejenigen, die Bücher kaufen, geben mehr für Bücher aus. Gut, ich gucke mal im Chat, da ist im Moment, sind alle Fragen abgearbeitet. Sie hätten noch die Chance, eine Frage zu stellen. Anscheinend haben wir alles sehr gut erklärt. Hoffentlich nicht erschöpfend, sondern... erschöpfend, aber nicht erschöpft. Genau. Gut, wenn es keine Fragen gibt, gehe ich davon aus, dass das alles klar ist. Sie können aber natürlich sehr gerne noch auch im Nachklapp hier noch vorkommen und noch Fragen stellen oder auch sich O-Töne und Einzelinterviews abholen. Ja, dann bedanke ich mich sehr allen, die am Livestream zugeguckt haben und allen, die hier ins Haus des Buches zu uns gekommen sind. Schön, dass Sie bei uns waren. Gucken Sie gerne auf unserer Webseite börsenverein.de/buchmarkt nach. Da werden wir jetzt um 12 Uhr dann alle Informationen veröffentlichen. Da gibt es auch nochmal diese Pressekonferenz zum Nachgucken. Dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Tag und hoffentlich einen schönen und sommerlicheren Sommer. Vielen Dank. Danke. Und danke dir, Peter. Danke dir, Thomas.